Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Animal Box von Berobass. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Animal von Berobass. Es ist das dritte Soloalbum aus dem Jahr 2015, das sechste Album gesamt. Und es kommt daher, dass ja Berobass mit OJ Kingpin die Formation La Honda gebildet hat. Und in dieser Kollabo-Kooperation sind dann eben drei Alben entstanden. Und es ist das dritte Solowerk nach Bass Time und Gangsterfilm, also Animal. Gut, wir haben hier eine Box in schwarz-blau gehalten. Hier groß das Logo von Berobass und der Schriftzug. Und darunter bisschen so, ja, asiatisch angehaucht. Animal. Gefällt mir sehr gut vom Design her. Allerdings, was mich stört, ist die Box an sich, dass es nämlich keine, ich sag mal, reguläre Kartonbox ist, sondern es wirklich einfach nur so ein bisschen stärkeres, dickeres Papier ist. Ihr kennt diese Boxen. Hier lesen wir Xalo Box 1. Dann haben wir hier noch einen Barcode. Auf der Rückseite, ja, sieht man aus wie Kratzspuren. Beziehungsweise, ja, vielleicht ist auch ein Logo. Kenne ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Aber für mich schaut das wirklich aus wie Kratzspuren. Xalo Music. Also vielleicht ist auch das Logo von Xalo. Was haben wir hier? Thailand Balaban. Okay. So ein Jongleur-Logo. Habe ich auch noch nie gesehen. Unterseite blank, oben ebenfalls. Und ja, das Ganze geht dann hier auf. Und wir sehen, also dadurch, dass das Material echt so, ja, schwach ist, haben wir hier dann zum Beispiel schon eine Druckstelle. Das Ganze ist hier leider beschädigt worden beim Versand, aber nicht so schlimm. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Also, die Box von innen, jetzt ist sie leer. Gehen wir mal zur Seite. Wir haben hier ein T-Shirt, das Album an sich, ups, hier unten klebt noch ein Sticker, dann haben wir hier eine Karte und noch ein Poster. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Berobass Animal und hier auf dem Rücken groß das La Honda Tattoo, diese Cobra. Berobass lesen wir hier, Xalo Music präsentiert. Und ja, es sieht so aus, als wäre der gute Mann hier im Krieg oder auf jeden Fall irgendwie in einer unguten Situation, weil hier sieht man Feuer und Explosionen und ein Messer hinter seinem Rücken. Also, es verrät uns ungefähr, was auf dem Album abgehen wird. Wir haben 20 Tracks. Das waren noch Zeiten, also als die Alben 20 Tracks hatten. Sieht man ja heute kaum noch. Wir haben Features von Chata, Shivan, Perver, Kurdo, China Amir, Kelesh, OJ Kingpin, Attila, also der von Automatik, Bösemann, Casey Rebel, Haze Cartel, Johnny Cash, oder, ja, weiß jetzt nicht, ob man es Cash oder Cash ausspricht, aber ja, wird wohl angelehnt sein an Johnny Cash, der Künstlername dieses jungen Mannes hier. 20 Tracks an der Zahl. Mein Favorit ist Track Nummer 20, Vato for Life. Der ist mir am ehesten im Gedächtnis geblieben, hat mir gut gefallen. Ja, dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Okay, hier hinten lesen wir dann auch nochmal Berobass Animal. Dann schauen wir mal ins Innenleben der CD, beziehungsweise zuerst mal das Booklet, also Cover kennen wir bereits. Gut, wir haben hier einen Theater oder einen Kinosaal, Animal, hier noch die Credits zu lesen. Was haben wir hier? Wirre Grafiken und hier dann die Infos zu den einzelnen Tracks, wer war an welchem Track beteiligt. Okay. Weitere Aufnahmen oder ja,
comic-mäßig. Die Tracks hier in der Übersicht. Weitere Comics. Und dann hier zum Abschluss nochmal eine wilde Szene. Also hier irgendwie Soldaten, irgendwelche Monster, Dämonen. Also hier geht es auf jeden Fall ordentlich zur Sache. Und dann hier nochmal das Logo und hier auch noch eine Danksagung. Okay. Gut. Dann schauen wir mal die CDs an. Das Album an sich, die CD in schwarz gehalten, das Cover, das wir ja schon kennen, auch auf der CD drauf. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch eine zweite CD. Diese beinhaltet die Instrumentals. Instrumental lesen wir hier. Hier nochmal dieses Logo von Xalo scheinbar. Und dann hier noch blau-schwarz. Also die Grafik so in Negativfarben oder ja, so Comic-Stil adaptiert. Dann haben wir einen Sticker. Dieser in quadratischer Form. Also Cover-Sticker. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus. Beobass lesen wir hier oben und darunter Animal. Das Ganze auch wieder hier in diesem Comic-Stil, wirkt so sehr ja, kühl, so blau-weiß, wie so eine Schneelandschaft. Sehr interessante Farbgestaltung. Und dann haben wir noch, ich bin mir nicht ganz sicher, was das darstellen soll. Also es ist wie eine übergroße Autogrammkarte, allerdings nicht unterschrieben. Es ist so, ja, Karton, gestärktes Papier, Rückseite blank, das sehen wir hier, Berobas Animal, aber es ist nicht unterschrieben oder so. Okay, und dann haben wir als letzten Bestandteil ein T-Shirt. Dieses in schwarz und rot, also wir lesen hier einmal auf der Brust Animal. Und dann haben wir hier unten noch ein paar Details. Und zwar haben wir hier Berobas, das Logo. Dieser Bär gefällt mir richtig gut, dieses Logo. Und dann rechts auch noch das La Honda Logo mit dieser Cobra. Also hier unten am Abschluss diese zwei Details noch. Neckprint haben wir keinen. Von hinten ist das Ganze blank schwarz. Und dann schauen wir noch, womit wir es hier zu tun haben. Also Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle made in Haiti. Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier noch die Waschhinweise. Alles klar. Gut, dann schauen wir uns noch einmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier auf der Brust den Animal-Schriftzug in Rot, ansonsten das T-Shirt komplett in Schwarz. Und dann haben wir auf der unteren Seite, also auf dem unteren Ende des Shirts, dann noch den Berobas-Logo-Aufdruck und auf der rechten Seite dann noch den La Honda-Aufdruck. Sehr schöne Details. Es ist für mich nur ein bisschen unschlüssig vom Design der Box. Also auf der einen Seite hat man dieses Schwarz und Rot, was ich finde eine super Kombination ist, also farblich gesehen, und auch diese Schrift harmoniert für mich echt gut. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Blau-Weiß und diese Eis-Optiken, diese Comic-Geschichten. Also irgendwie ist das für mich ein bisschen so ein ja, Widerspruch. Also ich hätte ehrlich gesagt bevorzugt, wenn man wirklich dieses Schwarz-Rot-Design durchgezogen hätte. Aber ja, ist natürlich jeder vielleicht, also ist natürlich immer individuelle Sache und Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Diese Kartonkarte, diese ja, mehr oder weniger Autogrammkarte. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dieser Sticker, dieser Cover-Sticker quadratisch. Und das Album an sich inklusive Instrumental-CD.
So, mache ich die Box wieder zu. Das alles in dieser wunderbaren Box. Animal von Berobass. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Berobass unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.